So wie Jesus heute geschildert wird, liebe Gemeinde, da wundere ich mich schon sehr. Zuerst wirkt er so, als ob ihn die Nachricht, dass sein Freund krank ist, so überhaupt nicht interessiert. Und wie man ihm dann erzählt, dass sein Freund gestorben ist, er erschrickt nicht, er ist nicht traurig, er klagt nicht. Und dann noch obendrauf hält Jesus für die trauernde Schwester eine theologische Lehrstunde. Fast möchte ich ihm zurufen, wer bist du und was hast du mit diesem freundlichen, liebevollen, helfenden Jesus gemacht, den ich sonst so kenne? Ein langjähriger Freund von mir, würde er noch leben, würde jetzt sagen, Johannes hat eine Glaubensgeschichte erzählt. Fast 100 Jahre nach dem Tod Jesu, da geht es dem Verfasser des Johannesevangeliums so gar nicht darum, historische Begebenheiten aus dem Leben Jesu zu erzählen, sondern er möchte deutlich machen, was Gott für uns tut, was er für unser Leben bedeutet. Und so gesehen würde ich mir im Moment auch wünschen, dass einer zu mir kommt und sagt, komm heraus, du musst dich nicht mehr in deiner Wohnung verschließen, atme auf. Aber das ist ja in unserer derzeitigen Situation nicht angemessen. Und da würde ich auch das, was Gott mit seiner Macht für mich tut, ganz schön falsch verstehen. Und trotzdem, in dieser Situation möchte er mir Mut machen. Jesus sagt zu mir, komm heraus aus dem, was dich begräbt, was dein Leben behindert, was es stört, was deine Lebendigkeit hemmt. Komm heraus aus dem, wo du so starr bist, wo es ganz dunkel um dich herum ist, dort, wo du dir Freiheit wünschst, dort, wo du keinen Ausweg mehr siehst. Und solche Situationen, die kennen wir, glaube ich, alle zur Genüge. Sorgen, berechtigte oder unberechtigte, Schwächen, unter denen ich leide, Eigenarten, für die ich mich schäme, Verbitterung, die so tief in mir nagt, das Gefühl, zu kurz zu kommen, Einsamkeit, aus all diesen Gräbern möchte Jesus mich befreien. Und das Schönste, Jesus kümmert sich in der Geschichte nicht um die Einwände von außen. Das geht doch nicht, das kannst du doch nicht machen, du darfst das nicht. Und was man sonst alles so zu hören bekommt und was mein Leben so schwer macht. Er sagt gegen alle Bedenken der Leute, es ist doch viel zu spät, es hat keinen Sinn. Er sagt, Lazarus, komm heraus. Das ist der Jesus, den ich kenne. Das ist der Jesus, dem ich auch gerne nachfolge. Aber etwas muss ich dann doch tun, damit das Wort Jesu mich aus dem Grab holt. Ich muss aufstehen. Ich muss einen Anfang machen. Ich muss ihm sozusagen eine Chance geben. Auch Lazarus konnte nicht einfach liegen bleiben. Und so ist diese Botschaft doch eine, die mir Mut machen kann. Eine frohe Botschaft, wie es am Ende dieses Evangeliums gesagt hat. Gerade auch jetzt. Vertrauen wir doch darauf, dass Gott uns beisteht. Immer.